Bei der Explosion im französischen Atomforschungszentrum Cadarache gestern Abend ist ein Arbeiter getötet worden, 4 andere wurden verletzt. Das Unglück geschah bei Reinigungsarbeiten in einem stillgelegten Reaktor. Durch die Wucht der Detonation stürzte diese Betondecke ein. In dem schnellen Brüter waren noch 100 Kilogramm leicht radioaktives Natrium. Nach Angaben der Betreiber ist keine Radioaktivität freigesetzt worden. In einer anderen Anlage des Forschungszentrums Cadarache war im vergangenen Jahr ein Super-GAU simuliert worden.